So, was hat denn Jansky eigentlich schon wieder hier? Oh, Jansky hat schon zwei Videos und ich habe beide Videos nicht gesehen. Moin, moin. Oi. Ich habe zwei Jansky-Videos verpasst? Ei, Karamba. Mal sehen, was Jansky hier so produziert hat, wa? Mal gucken, ob Jansky selber widerspricht. Moin, moin, Leute. Flo hier und willkommen. Das zieht Jansky jetzt in 24 durch. Der, okay. Zum heutigen Video. In der heutigen Folge. Sascha ist auf Kialami unterwegs. Junge, was ziehst du denn dazu? Vince nimmt eine taktische Abkürzung. Gut. Und die LFM Offseason war mal wieder komplett wild. Oh! Ich werde dir kein Content bieten, Jansky. Ich werde hier niemanden abschießen. Ich bin jetzt ein vorsichtiger Fahrer geworden. Wir wissen alle, wie das endet. Wir wissen alle ganz genau, wie das endet. Wir wissen alle ganz genau, wie das enden wird. Oh! Nein, oh, bitte komm nicht zurück. Clean. Manchmal wäre es, glaube ich, einfach besser, wenn man nichts sagt. Nur, also manchmal wäre es wirklich gut, wenn man einfach mal nichts sagt. So far. Oh, Jungs, nicht true. Alter! Junge, da hast du sogar hier ein anderes Tier. Wir sind fast, glaube ich, hier mal hier. Oh, da vorne gibt's gar nichts. Alter! Aber ist aufschießen. Immer noch? Ja. Oh, Junge! Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie funktioniert. Ist schon mal eine gute Voraussetzung, da so dann reinzufahren, wenn man denkt, dass das nicht funktioniert. Gut, gut, gut. Oh, oh mein Gott, das war ein Mordanschlag. Hallo, Krug. Bis bei unserer. Alter, diese Shifter, ne? Rodonas, ich hab dich wirklich echt gerne, ne? Hab ich wirklich. Aber Alter, kannst du bitte deine Shifter leiser machen? Junge, die Leute drei Wohnungen weiter, die wissen, dass ich gerade ein Video gucke, in dem du fährst. Das haben die schon rausgefunden. Ich weiß, ich könnte auch einfach meinen Ton leiser machen. Ist eine Option. I know, I know. Ein bisschen asozialer reinhalten hier. Macht ja irgendwie doch jeder. Ich mag das auch. Junge, wie er sich erschrocken hat. Oh, sorry, hallo. Oh nein. Ja. Okay, okay. Ja. Ja. Was zum Teufel? Junge, du bist so ein richtiger Po, Alter. Oh, da stirbt wer. Da sterben Leute. Boah, 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 ja, ja. Nehmen wir mit. Was zum Teufel? Junge, was ziehst du denn so zu? Janis! Oh Mann, es tut mir so leid. Hättest du deine Linie fahren können. Ich hätte da gar nicht reingehalten. Aber ich glaube, die sind einfach, die haben alle posttraumatische Belastungsstörungen. Die gucken bestimmt Jansky-Videos. Und wissen schon ganz genau, was passiert. Unverständlich. Alter, die Shifter, Junge! Aber wir sind ja auch immer hilfsbereit, ne? Hallo, hallo lieber Krodonas. Ich weiß, dass du dir diese Videos anschaust. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Ich weiß, dass dich das vielleicht nicht stört, aber eventuell haben deine Zuschauer damit ein Problem, dass deine Shifter so laut sind. Ich besitze ja dasselbe Lenkrad wie du und da ich selber früher genau das gleiche Problem hatte und sich sehr viele Zuschauer diesbezüglich beschwert haben und das potenzielles Klientel aus dem Stream verbannt, weil man vielleicht so laute Shifter hat, würde ich dir gerne etwas zeigen. Hier hinten habe ich ganz viele Katzenhaare für dich dran, ne? Weil meine Katzen lieben meine Lenkräder. Aber was ich dir zeigen möchte, es gibt solche Klettbänder. Sowas. Warte. Hier. Solche Klettbänder und die kann man so rund machen. Und dann kann man zwischen den Shifter, der übrigens übelst laut ist, kann man den nehmen
und den hier zwischen machen. Und du hast immer noch dasselbe Gefühl beim Shiften, aber es ist viel, viel leiser und angenehmer für deine Zuschauer. Manchmal ist es doch sehr hilfreich, wenn man auf seine Zuschauer etwas achtet und ihnen etwas mitgibt. Vielleicht Krodonas, wenn du das gesehen hast, wäre schön. Also ich würde es sehr begrüßen und ich denke auch einige andere Leute würden das begrüßen, wenn du diesen kleinen Trick anwendest. Übrigens, das shiftet sich auch viel geiler. Vielleicht bist du ja auch Team ist geiler. Weiter im Text. Wo sitze ich hier? Wer hat meinen Kindersitz vergessen? Jo! Was ist das denn? Der Alter! Ich habe minimal eingelenkt! Schneller, kleiner Pfeife. Oh, bitte nicht. Nein! Oh Gott! Und ich bin tot. Dieses Auto ist der größte Müll. Warum habe ich es gewählt? Ich werde alles im Umfeld über den Haufen fahren. Bitte nicht. Nein. Oh, jetzt ist er besser. Oh, vielleicht ist er doch nicht besser. 4 Sekunden off Pace. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott, warum tust du das? Aber danke, Flo. Ich wollte gerade sagen, warum tust du dir das denn an? Das ist ja nur kein Geheimnis. Wow. Ich mir das an. Oh, mein Arsch. Gott. Junge, das ist ein Full-Body-Workout, dieses Auto zu fahren. Ey, 44-0, damit kann ich mich gleich im Rookie-Split anmelden. Junge, ich habe hier nach wirklich ein Full-Body-Workout geschafft. Dieses Force-Feedback ist erst giga-hart, dann ultra-weich und wenn es... Hallo, lieber Flo, auch dir würde ich super gerne etwas zur Hand gehen. Da ihr ja ganz viele Sachen immer auf eure Lenkräder legt, also ihr E-Sportler, es gibt eine Option in ACC, wo man sein Force Feedback einstellen kann und das gilt auch für alle Autos. Und manche Autos sind leider etwas verbuggt. Beispielsweise ist das so beim BMW. Beim BMW muss man einmal erst runter und dann wieder auf normal drehen, dass man das normale Force Feedback hat, weil es sonst übertrieben drin ist. Eventuell hat der Reiter auch dieses Problem. Das heißt, falls du jetzt dieses Problem haben solltest, dass manche Force-Feedback-Geschichten etwas zu hart sind, einfach auf einen Rotary-Encoder packen, einmal hoch, einmal runterdrehen und dann kannst du das einstellen. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit, das Force-Feedback so über den Knopf runterzudrehen. Denn, naja, ich möchte ja nicht, dass dir deine kleinen Pommes-Ärmchen zerbrechen, Flo, nicht? Wenn das Auto einen Snap hat, bist du direkt am Arsch, weil es dann hart zu weich wird. Ja, und ich bin tot. Danke, weiter geht's. Oh! How to andere Leute töten. Ja, seht und lernet. Also wenn ich mehr Reiter fahren muss, bin ich nach der Season Bodybuilder. Okay, gut. Nein. Dreh mich. Ja, weiter geht's. Oh Gott, oh nein. Aua. Alter, okay, dieses Auto macht mich fertig. Zum Glück muss ich es nicht mehr fahren. Oh, das sieht sehr sicher aus hier, Jansky. Ja, es war schon am Limit für mich. Echt? Nein. Okay, kurz Angst gehabt. Echt? Wenn das Limit ist, hätte ich wirklich Angst gehabt. Alter, wo hat der denn bremsen? Ah, Jans, ich glaube, ich habe wieder was für das Fotoalbum. Ich habe gerade eine richtige Grimasse gezogen mit dem BMW schon. Ja! Aha, Herr Huben hat also schon ein Fotoalbum. Oh Gott. Achtung, Torpedo! Yo, Digga, du blöder Hund, Alter. Perfekt. Hä? Was habt ihr denn angestellt? Ja, ich hab gebremst, weil da so ein Pfeil einfach über die Fläche geflogen ist. Sonst hätte der mich einfach an der Mauer zermatscht. No! Aua. Junge, ich dachte kurz, ich überschlag mich jetzt seitlich. Hätte ich uns auch gesehen, wäre der Arbeitstag wenigstens vorbei gewesen. Ja, Herr Biermann, Statements werden von Jansky komplett gebügelt. Das ist ja nicht das erste Mal für Biermann. Okay.
Mann! Bist du denn bescheuert, Vincent? Schön. War ein gutes Video. Danke, Jansky. Thank you very much for sharing. Ich habe Schlimmeres gesehen gerade. Oh. Okay, cool. Da war Druck auf den Kanister.